Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video mit eurem Xarok und der lieben Xiaolin. Hallo. Und zwar haben wir jetzt ein kleines Büchlein. 100 Dinge, die jedes Paar einmal tun sollte. Wir haben die Community mal gefragt, was für Fragen beantwortet haben wollt. Weil die erste Aufgabe, die wir uns rausgesucht haben, ist: Testet euch beim Psychospiel, falls man das lesen kann. Ja. Wie genau kennt ihr den anderen? Findet es heraus. Ob im Freundeskreis, bei der Therapiespielsitzung, wer macht sowas? Jawohl, das machen wir heute. Das sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr interessante Fragen. Ich bin gespannt, vielleicht, ob wir uns genau scheiden lassen müssen oder ob das okay ist, dass wir verheiratet sind. Nicht nur uns selber die Frage beantworten, sondern auch so beantworten, was eventuell du sagen würdest. Okay. Und Xiaolin verschwindet jetzt. Ja, okay, muss jetzt gehen, ja? Okay, ja. Flop. Tschüss, bis gleich. Viel Spaß. Das ist die erste Frage. Was würdest du Mensch und Tieren ausgenommen als erstes retten, wenn der Weihnachtsmann brennt? Der Weihnachtsbaum brennt. Ja, was würde ich da mitnehmen? Ja, ich würde mein Essen würde ich retten. Essen, ne? Essen ist wichtig. Viele wissen ja, ich esse gerne. Essen und mein Computer würde ich retten. Schreiben wir das mal. Was würde er retten? Ich glaube, er würde seinen PC retten. Er würde bestimmt den Autoschlüssel retten. Was würde Xiaolin retten? Ich glaube, ich habe eine große Vermutung, was sie retten würde. Mein Bett, nein. Und zwar ihre Digitalkamera. Und ich schreibe jetzt einfach noch dahinter. Ich schreibe Brautkleid. So. Ich glaube, ich würde die externe Festplatte retten. Also, die erste Frage war ja, was würdest du als erstes retten, wenn der Weihnachtsbaum brennt? Jetzt bin ich gespannt, das ist meins, gell? Ich würde die externe Festplatte retten und du? Aha, ich würde Essen und Computer retten. Essen? Ja. Wieso Essen? Ja, weiß ja nicht, ich komme ja gebrochen, ich hatte Hunger. Also. Okay, Computer, ich habe gesagt, du würdest den PC, also den Computer und den Autoschlüssel retten. Aha. Das Brautkleid. Oh, ja, das war auch verstanden. Das war meine Vermutung. Weißt du, warum ich die externe Festplatte. Weil da die ganzen Bilder drauf sind. Ja. Stimmt, ja. So, was war dein schönstes Erlebnis mit ihm bzw. ihr? Oh. Ich hoffe mal die Hochzeit. Wir waren mal im Legoland, das war auch ziemlich cool. Legoland war auch wirklich richtig toll. Das war, ja, das war eigentlich ganz spontan. Wir sind plötzlich so ganz spontan, haben wir gesagt, oh, Legoland könnten wir fahren. Daher gab es dann noch so einen Gutschein. Einer muss nur bezahlen, der andere darf umsonst rein. Das war sehr, sehr, sehr geil. Das hat echt Spaß gemacht. Das Wetter war geil und da waren dann so Wasserattraktionen. Das war unser erstes Mal, dass wir zusammen im Freizeitpark waren. Unser erster Ungarnurlaub. Das war unser erster gemeinsamer Urlaub mit dem Audi. Mit dem alten Audi sind wir da damals hingefahren und das war einfach. War kein schöner Urlaub so gesehen, aber es war einfach ein besonderes Erlebnis, weil es einfach das erste Mal war. Bei Xiaolin würde ich wirklich... Das müsst ihr ja eigentlich wissen, ich bin mal gespannt. Tatsächlich Legoland vermuten. Ich schreibe jetzt mal Legoland? Weil das war wirklich schön und sie schwärmt immer wieder davon und ich sage immer, komm, lass uns Legoland gehen und sie hat dann immer so ein bisschen das Gefühl, wenn wir nochmal ins Legoland gehen, wird es nicht so schön, wie sie es sich erhofft, wie es das letzte Mal war. Deswegen... Ja, es ist so schwer, sie zu überzeugen, nochmal ins Legoland zu gehen. Und die Hochzeit. Du hast Legoland und Hochzeit gemacht. Oh, das ist schön. Ich habe vermutet, dass du Legoland reinschreiben wirst. Ah, ja. Ich habe geschrieben, unser erster Umgang. Oh, ja, der war auch toll. Ja. Er war so enttäuschend, aber er war so schön. Ja, war nicht, es war kein... Super Urlaub oder sowas. Ja, auf den Bildern sah es halt anders aus, da am Ufer mit Sand und so, das sah voll schön aus und dann war das voll die Matschpampe mit Schilf und aber so. Aber es hat so Spaß so gemacht, das war einfach schön, dass wir den ersten Urlaub zusammen hatten. Was machst du am liebsten, wenn du alleine zu Hause bist? Essen? Und, Aufnahmen, ja. Ja, der macht ja sowieso nichts anderes, also ich schreibe es Aufnahmen, keine Ahnung. Was anderes macht er ja eh nicht. Was vermute ich bei ihr? Oh, ja, ich denke mal WoW und auch Essen. Ich schreibe es auch Essen. Meistens spiele ich dann WoW. Spiele WoW. Oder ich schaue Fernsehen. Oder manchmal auch YouTube. Ich habe geschrieben Essen und Aufnehmen.
Ja, ich habe auch vermutet, dass du aufnehmen schreibst. Ich hab's gewusst. Arbeiten, natürlich arbeiten. Und ich habe bei dir WoW und Essen geschrieben. Essen, ja, ich esse immer, wenn du bist. Ja. Wenn du dir eine Pizza mit ihm oder ihr teilen müssten, wie viel würdest du ihm ihr abgeben? Er würde mir abgeben, so viel ich will, glaube ich. Nichts. Ich würde wahrscheinlich exakt die Hälfte abgeben. Die Hälfte. Keine Ahnung, die Hälfte abgeben. Die Hälfte oder... Ja. Ich habe gesagt, die Hälfte bei beiden. Ah, also du würdest mir auch die Hälfte abgeben. Ja, schon. Ich habe gesagt, ich würde dir höchstens maximal die Hälfte abgeben. Genau, ich esse ja normalerweise eh weniger als du. In welchem Moment hast du dich in sie verliebt? Oh weh, oh weh, oh weh. Ja, das ist ja über 12 Jahre her, liebe Leute. Eine lange Zeit. Aber ich weiß, dass wir zusammen in World of Warcraft, ja, hintereinander, Klammern, WoW. Als ich dich gezwungen habe, Skype zu holen. Er hatte kein Skype und ich wollte unbedingt, dass er sich Skype downloadet. Und ich vermute mal, dass sie genau dasselbe sagen wird. Den Moment, es ging zwar ziemlich schnell, Er war immer so zuvorkommend, hat mir immer geholfen. Ich schreibe jetzt wie ein Gentleman so. Ja, ich habe geschrieben, hintereinander WoW. Ah, als wir gequestet haben und ganz viel geredet haben. Yeah. Ja, das war eigentlich so der... Das war dann so der Moment, okay, da könnte ein Gefühl entstehen. Ja, stimmt. Ja, wegen gemacht. Entschuldigung, ich habe gerade was gelesen, als ich dich gezwungen habe, Skype zu holen. Ich habe dann überlegt, okay, warum habe ich mich in dich verliebt, weil du halt immer so nett zu mir warst und mir immer geholfen Gentleman. Hast. Okay. Dann habe ich mir überlegt, aber warum liebst du, also warum hast du dich in mich verliebt? Ich habe keine Ahnung. Was wolltest du als 10-jähriges Kind werden? Ich weiß es ganz genau, ich wollte immer Polizist werden. Was hat sein Vater gemacht, als er 10 war? Zoopfleger. Ich hatte ehrlich gesagt nie so die riesen Berufswünsche. Die meisten Jungs sagen ja immer, ich will Feuerwehrmann oder Polizist oder keine Ahnung, oder Mädchen wollen dann Arzt oder irgendwas. Den meisten Kindern fällt irgendwas ein. Ich war immer sehr ideenlos. Meine Mutter hat mir mal erzählt, ich wollte Hasenzüchterin werden. Das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Exilin. Ich glaube, sie war sehr lange unentschlossen, aber ich schreibe jetzt mal Tierärztin. Das weiß. Du wolltest Polizist werden? Ich wollte immer das Polizist werden. Das weiß ich werden. Noch gar nicht. Ja. Du wolltest Hasenzüchterin scheinbar werden. Ja, das hat mir meine Mutter erzählt. Und ich. Was ist dein Lieblingsgericht? Oh, ich liebe meine Hamburger. Deswegen schreibe ich auch meine Burger. Ich weiß, dass ich ihn damals gefragt habe, als wir uns kennengelernt haben. Da hat er gesagt, er liebt Lasagne. Ich weiß auch, dass er die immer noch gerne mag, aber ich weiß nicht, ob das sein Lieblingsgericht ist. Aber wir hatten schon mal eine Scrap Mechanic Challenge, da habe ich auch die Lasagne gebaut. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, was. Ich weiß, ich versuche es mit Lasagne und ich weiß, er mag Burger sehr gern. Pizza mag er auch. Lasagne, Burger, Pizza. Klingt gut. Ihr Lieblingsgericht? Ich würde jetzt Paprika-Schoten. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist: gefüllte Paprika mit Hackfleisch. Früher war es gefüllte Paprika. Heute, ich habe kein richtiges Lieblingsgericht mehr. Ich esse gerne abwechslungsreich, aber ja, gefüllte Paprika esse ich immer noch gerne. Lieblingsessen! Meine Burger! Ah, also deine. Ja, genau. Ah. Du hast vermutet, dass Lasagne, Burger, Pizza, das sind eigentlich so die drei Dinge, die ich gerne mag, aber auch Paprikaschoten. Weil ich weiß, als wir uns kennengelernt haben, im Hinterland haben wir uns gegenseitig viele Fragen gestellt, da hast du Lasagne geantwortet. Lasagne, definitiv. Ja, die Lasagne von meiner Mutter war immer die beste. Genau, gefüllte Paprika, Paprikaschoten, hab ich wohl richtig, Salate, Pizza. Okay, gegen was bist du allergisch? Ich, eigentlich so, ich bin echt gesegnet, also ich bin ein gesunder Mensch, aber ich hatte mal Antibiotika bekommen, und als ich die zu mir genommen hatte, hatte ich überall Punkte bekommen und Ausschlag, es hat überall gejuckt und so. Es waren keine Windpocken, keine Sorge. Es war wirklich Ausschlag durch dieses Antibiotika. Ich wurde danach getestet und hat man herausgefunden, dass ich tatsächlich gegen Antibiotika allergisch bin. Ja, ich glaube, gegen nichts. Ich wüsste jetzt nichts. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Sie erzählt immer davon. Aber sie ist eigentlich auch gesegnet davon, dass sie keine Allergien hat, wie der Heuschnupfen und sonstiges.
Aber ich weiß, dass sie mir immer wieder mal erzählt, dass, oder anderen erzählt, dass sie allergisch... Ich bin allergisch gegen Meeresfrüchte. Ja! Du hast nichts geschrieben! Stimmt! Du kennst die Story! Du hast mal ein Antibiotikum gekriegt und du hast allergisch drauf reagiert. Ja. Das habe ich voll vergessen. Das ist schon 12 Jahre her. Ist schon ewig her, das stimmt, ja. 11 oder so. Ja. Stimmt! Meeresfrüchte bei dir, das wusste ich so sehr. Hattest du früher Haustiere? Wenn ja, welche und wie hießen sie? Oh! Gar nicht so viele! Also meistens aufgepäppelt. Mein Vater war ja Tierpfleger. Und deswegen kamen immer viele Tiere zu uns nach Hause und ich durfte sie dann aufpäppeln. Vor allem die Vögel, darauf war ich immer spezialisiert sozusagen. Und ja, was hatte ich da alles? Ich hatte mal Krähen, also keine, nicht Krähen, Raben waren das. Nicht Krähen, ganz wichtig. Das sind, Raben sind ja diese größeren. Krähen sind ja die, die man hier so eigentlich ausschließlich sieht. Das waren Raben gewesen, genau. Dann, davon hatte ich mal 2. Mein Vater hatte Schafe, Schweine hat er auch schon gehabt, Hühner, Hasen, Gänse, Laufenten, alles mögliche. Also wirklich alles mögliche hat er schon gehabt. Ich hatte schon jede Menge Echsen, Schlangen, Nymphensittiche, Wellensittiche, also Vögel hatte ich auch alles, Küken, Fasane, Küken aufgepäppelt, Zwerghühner, ich hatte so viele Tiere, unglaublich. Tauben hatte ich viele, was hatte ich noch, Schlangen. Was habe ich jetzt aktuell? Schlangen, Hunde, Amy und Leo, ne? Dann Schildkröten, die habe ich auch schon ziemlich lang. Meine Wasserschildkröten, Landschildkröten habe ich ja inzwischen. Und meine Wasseranger. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ne. Ist auch genug, das ist ein halber Zoo, das muss reichen. Er hatte Küken. Ich weiß leider nicht von welcher Art. Das normale, waren es Hühner? Ich glaube, es waren Zwerghühner. Es waren Zwerghühner. Aber wie die hießen, ob die überhaupt Namen hatten, keine Ahnung. Hatte. Ich glaube, er hatte mal einen Falken. Er hatte ein Schaf, das hieß, ich glaube, Bipsi. Bipsi? Goldfasan, das weiß ich. Den durfte er sich im Zoo aussuchen. Ja, die Schildkröten natürlich. Die hatte er ja immer noch. Oder wir. Der hatte so viele Tauben, hatte er noch. Tauben. Habe ich was vergessen? Das ist schon eine ganze... Ja, Hund. Und natürlich den Bärli. Den gab es ja noch lange. Der ist ja, wie alt ist er geworden? 15? 15? Der ist vor 2-3 Jahren ist der gestorben. Stupsi. Ja, das ist das Einzige, was ich weiß. Ja, das war die, die auch am längsten gelebt hat. Ja. Ach, Mimi, genau. Mimi, genau, dein Hase hieß Mimi, genau. Wenn ich ein kleiner Stupsi, Schecki. Ah, okay. Und du wusstest auch einiges. Ja. Huhn, Küken, Traben. Ja, ja, genau. Okay. Falke, Schaf. Bipsi, oh. Ja. Goldfasan, Schildkröten. Hatte der Fasan einen Namen? Nee, ich glaube, ich habe ihn irgendwie Fasani oder so. Fasani, was ist? Tauben, Hund, Bärli und Fische. Fische, stimmt. Hattet ihr einen Hund vor dem Bärli? Ja. Da, also, wir hatten den Rambo hatten wir vorher. War das nicht der von deiner Oma? Genau, den hatten wir jetzt eine Zeit lang gehabt, weil der Hund von meiner Oma gestorben ist. Und wir hatten den dann, bis er erwachsen war, und wir hatten ihn dann schon ein bisschen erzogen und dann haben wir ihn der Oma gegeben. Keine Ahnung, das waren 2-3 Monate okay. Oder so. Und davor, wo wir so 5, 4 waren, hatten wir auch mal einen Hund. Den hatte mein Vater abgöttisch geliebt, aber der hat uns gebissen und dann hat er ihn weggegeben. Ja, ich erinnere mich dunkel dran, weil ich habe noch überlegt, war da was? Ich weiß, dass deine Oma mal einen hat und Rambo, den Namen kenne ich auch, weil der hat ja gleichzeitig gelebt wie der Bärli auch. Ja. Die kannten sich ja. Aber das war so in meinem Kopf irgendwie nicht klar, wie, was, wem, wo. Aber gut, nicht schlecht, ja. Ich wusste auch, Hase und Meerschweinchen. Ja, sehr gut. Vor allem den Hasen, den hatten wir nicht lange. Die ist ja leider dann gestorben, ziemlich früh.